Vor 30 Millionen Jahren durchstreifte ein Monster das Land. Es ist eines der fürchterlichsten Tiere, das je gelebt hat. Es ist das größte Tier, das seit den Dinosauriern in Nordamerika lebte. Man muss sich den Schädel nur mal anschauen. Dieses Gebiss, sowas ist absolut einmalig. Doch die wahre Natur des Tieres verblüfft selbst die besten Paläontologen der Welt. Es sieht zwar aus wie ein Schwein, ist aber gefährlicher als ein Grizzlybär. Eines steht fest: Dieses Tier war fürchterlich. Manche nennen es daher das Killerschwein. Amerika vor 30 Millionen Jahren. Das Oligozän bricht an. Auf der Erde wurde es kälter und die Landschaft begann sich zu verändern. Was später einmal Nebraska, Wyoming und Süddakota sein würde, machte Urwäldern Platz für eine gänzlich andere Natur. Die Wälder verschwanden. Tiere mussten sich an eine gefährliche neue Welt anpassen, an offene Weiten ohne Versteckmöglichkeiten, wo nur durch Weglaufen ein Überleben möglich war. Kamele und Pferde gewöhnten sich an die neue Landschaft. Man musste schnell sein, um seinen Feinden zu entkommen. Weil die Beutejagd immer schwieriger wurde, mussten sich auch die Jäger ändern. Wer in diesem Wettkampf nicht verhungern wollte, brauchte Schnelligkeit und Bisskraft. Nimravide, katzenähnliche Kreaturen mit Säbelzähnen, töteten ihre Beute mit einem kurzen Biss. Auch die Kiefer des Hyänodon waren gefürchtet. Und noch ein anderes Tier streifte durch dieses tödliche Grasland. Wissenschaftler nennen es Entelodont. Mit über einem Meter Schulterhöhe und 270 Kilo Gewicht war der Entelodont im Oligozän Gefahr Nummer 1. Entelodonts sahen so fürchterlich aus, dass nur ihre Mutter sie lieben konnte. Wäre ich das andere Tier und würde ich eins von denen auf mich zurennen sehen, würde ich in anderer Richtung davonlaufen. Paläontologen waren immer schon fasziniert von der brutalen Kraft des Entelodont. Doch ihr Verhalten ist eines der größten Rätsel der Evolutionsgeschichte. War er nur Jäger oder benutzte er seinen panzerhaften Körper auch, um sich vor anderen Raubtieren zu schützen? Zwischen Beißen und Kauen wollte man mit diesem Tier nichts weiter zu tun haben. Man muss sich diesen Schädel nur mal anschauen, dieses Gebiss, sowas ist absolut einmalig. Der Name Entelodont bedeutet perfekt gezahnt. Sein Gebiss basiert auf einem perfekten System, das dieser Kreatur ungeheure Bisskraft verlieh. Die Kraft in seinem Kiefer entstand durch zwei mächtige Wangenknochen, die den Kiefer zu einem der stärksten seiner Zeit machten. Kiefer, die sich 90 Grad weit öffnen und stärker zubeißen konnten als die eines Krokodils oder Nilpferds. Dieses Tier war zum Zubeißen gebaut. Doch was es fraß und warum, ist nicht bekannt. Der Entelodont hat keinen engen modernen Verwandten. Für einen Paläontologen ist es dadurch schwer herauszufinden, von was er sich ernährte. Was fraß ein Tier mit einem derart großen Horn und Riesenzähnen? Wie lebte es?
In den 1850er Jahren wurden Wissenschaftler erstmals auf Fossile von Entelodons aufmerksam. Sie fanden, er hatte Ähnlichkeit mit einem Bär. Wegen der Rillen in den Zähnen könnte er aber auch nach Pflanzenwurzeln gegraben haben, wie echte Schweine. Heute bestätigen wissenschaftliche Analysen, dass das Schwein der nächste lebende Verwandte des Entelodons ist. Doch obwohl dieses Tier durchaus Merkmale eines Schweins aufweist, lässt es sich nicht einer bestimmten Kategorie eindeutig zuordnen. In vielerlei Hinsicht sind sie ähnlich wie Schweine, aber eben auch wie Bären und Hyänen. Vorher hat sich noch nie jemand um diese Tiere geschert. Und heute gibt es kein Tier, das mit dem Entelodont vergleichbar wäre. Der Lebensstil des Entelodon stellt Paläontologen vor schwierige Fragen. Eine neue Generation von Wissenschaftlern erforscht den Entelodont, um herauszufinden, warum der Pflanzenfresser die Zähne eines Fleischfressers besaß. Der Entelodont hat vier verschiedene Arten von Zähnen: Reißzähne, Vorderzähne, vordere und hintere Backenzähne. Die hinteren Backenzähne waren nur zum Mahlen von Blättern ideal. Es ist jedoch nur schwer vorstellbar, dass der Entelodont seine tödlichen Reiß- und Vorderzähne nur zum Abreißen von Pflanzen gebrauchte. Eine Entdeckung im Jahr 1993 deutet darauf hin, dass der Entelodont nicht nur auf Wurzeln herumkaute. Hier entdecken die Forscher Wirbel und Wirbelsäule. Seit über 15 Jahren finden Paläontologen in diesem Steinbruch in den Badlands von Südakota alle möglichen Fossile von Tieren, die zur gleichen Zeit wie der Entelodont lebten. Da ist er. Das Ding ist 33 Millionen Jahre alt. Vor 30 Millionen Jahren war hier ein Wasserloch, bevölkert von Nashörnern, Kamelen und frühen Pferden. Und Wissenschaftler fanden die größte Sammlung von Entelodont-Knochen in der Geschichte Nordamerikas. So viele, dass sie die Fundstelle The Big Dig tauften, das große Graben. Fossilienjäger entdeckten auch das prähistorische Äquivalent von Fingerabdrücken. Überall auf den Knochen des größten und schnellsten Tieres seiner Zeit fanden sich Bissspuren eines Entelodont. Das hier hinten auf diesem Rhinoceros-Schädel sind Bisswunden. Wer hat sie zugefügt? Bei einem Entelodont stehen die vorderen Backenzähne weit auseinander. Und wenn wir die beiden aufeinanderlegen, passen sie zusammen. Das heißt, dieses Tier könnte dieses Nashorn in den Kopf gebissen haben. Die Grabung bewies, dass der Entelodont nicht nur Pflanzen fraß. Er hatte weniger von einem modernen Schwein, sondern war vielmehr ein furchterregender, prähistorischer Jäger. Der Kiefer eines Entelodonts ist enorm stark. Die Zähne greifen richtig ineinander. Die Zahnspitzen berühren sich nicht. Zum Grasfressen sind sie also nicht sonderlich geeignet. Neben dem Ineinandergreifen neigen sich die Vorderzähne auch leicht nach vorn. Damit kann der Entelodont ziehen und kneifen. Etwas, das Pflanzenfresser nicht brauchen, Fleischfresser aber schon. Mit seinen Vorder- und Reißzähnen hätte er locker Stücke aus einem Kadaver reißen können. Das Gebiss ist aber nicht der einzige Grund, warum Paläontologen glauben, der Entelodont wäre ein Fleischfresser gewesen. Ein erfahrener Fossilienjäger glaubt, die Antwort zu kennen. Ich sehe ihn als angreifendes Raubtier. Er stand in der Hierarchie ganz oben, wie heute der Löwe in Afrika. Und wie der T-Rex in der späten Kreidezeit.
Vor der Killerstärke dieses Tieres hat Paläontologe Ken Sondell größten Respekt. In Wyomings White River Formation meint er, den ultimativen Beweis für seine Jagdkünste gefunden zu haben. Vor 25 Millionen Jahren war hier nur flaches Land und ein Fluss, wo sich Pferde, Kamele und Nashörner zum Trinken trafen. Der Fluss zog auch wilde Fleischfresser wie den Hyänodon und Säbelzahnkatzen an, denn hier konnten sie nichtsahnende Beutetiere aus dem Hinterhalt angreifen und töten. 1998 fand Dr. Sondell die geschundenen Skelette von 7 Mini-Kamelen. Alle Knochen waren angenagt und bei 6 fehlte das hintere Viertel. Theoretisch konnten sie mehreren Raubtieren zum Opfer gefallen sein, dem Hyänodon oder frühen Säbelzahnkatzen. Doch als Dr. Sondell die Zähne der Fleischfresser vom White River mit den Bissspuren auf den Kamelknochen verglich, gab es nur eine Übereinstimmung. Bissspuren allein belegen noch nicht, dass die Kamele durch den Biss eines Entelodon starben. Der Ort der Bissspuren könnte aber dafür ein Hinweis sein. Die Kamele wurden in den Hinterkopf und oben in den Hals gebissen. Er packt die Beute und beißt ihr direkt durch den Schädel. Dr. Sondell glaubt, es seien die Spuren eines wachen Raubtiers, das seine Beute tötet, bevor es sie frisst. In Ohio, mehrere hunderte Kilometer entfernt, gibt es noch weitere Beweise, dass der Entelodont gejagt haben könnte. Sie stammen von einer wissenschaftlichen Reise, die zuvor noch keiner unternommen hat. Ins Innere eines 30 Millionen Jahre alten Entelodontenschädels. An der Universität von Ohio erstellt Anatom Larry Whitmer mithilfe eines CT-Scanners ein elektronisches Modell der Hirnoberflächen eines prähistorischen Tieres. Beim Modell seines ersten Entelodont-Gehirns fiel ihm etwas Ungewöhnliches auf. Seine Augenhöhlen sind direkt auf uns gerichtet. Das Tier konnte wahrscheinlich binokular sehen, das heißt, die Gesichtsfelder überlappten, was eine Tiefenwahrnehmung ermöglichte. Larry Whitmer glaubt, die Augen des Entelodont waren die eines Raubtiers. Es besteht durchaus die Chance, dass dieses Tier binokular sehen konnte, um Beute zu sichten und ihre Distanz einzuschätzen. Wie das auch bei anderen Raubtieren der Fall ist. Es war also in der Lage, seine Beute mit der richtigen Geschwindigkeit und aus der richtigen Distanz zu fangen. Der bizarre Körperbau des Entelodont deutet jedoch nicht darauf hin, dass er auch rennen und springen konnte. Verglichen mit seinem großen Schädel sind die Knochen leicht. Der Entelodont hatte jedoch keine Mühe, seinen enormen Kopf aufrechtzuhalten. Dies schafft er mit kräftigen Muskelpaketen vom oberen Ende der Wirbelsäule bis zu den Beinen und Hinterkopf zum Schwanz. Der Kopf des Tieres ragte aus seinem Körper heraus. Bänder verliefen von den Wirbeln bis runter zum Schädel. An beiden Seiten waren Muskelstränge und er hatte Muskelstränge vom Sternum bis zum Kiefer. Der übergroße Kopf wurde also von kräftigen Muskeln getragen. Doch um ein Kamel zu erlegen, musste er auch sehr schnell rennen können. Hier könnte sich der leichte, agile Körper des Entelodont ausgezahlt haben. Es gibt nur ein Problem. Wenn ein Raubtier seine Beute zu Boden reißt, hält er sie mit seinen Klauen fest. Mit seinen gespaltenen Hufen aber konnte der Entelodont unmöglich ein davonlaufendes Kamel fangen. Oder doch?
Irgendwas muss er richtig gemacht haben, denn es gibt eindeutige Beweise, dass der Entelodon selbst große Säugetiere verspeiste. Hier scheinen eine Menge Knochen zu liegen, wie dieser größere Beinknochen. Und es gibt Belege, dass der Entelodont in Knochen von allen möglichen Tieren gebissen hat. Unter anderem in die von Kamelen oder in lange Beinknochen von Nashörnern. Hier sind zwei Bissspuren. Ken Sundell glaubt, die Kamelschädel am White River zeigen, wie ein Raubtier mit gespaltenen Hufen auf Beutefang ging. Er kommt angerannt, holt das Beutetier ein und beißt ihm in den Kopf oder hinten ins Genick. Entelodont-Experte Scott Voss hält das Szenario, das Ken Sundell beschreibt, für unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ein Entelodont seine Beute tot biss. Wahrscheinlich nutzte er seine Fähigkeit zu beschleunigen, holte das Tier ein und stieß es mit seinem wuchtigen Körper um. Erst wenn das Tier am Boden lag, kamen die Zähne zum Einsatz. Und vermutlich hat er das Tier dabei direkt in den Kopf gebissen. Zum Töten besaß der Entelodont alle nötigen Werkzeuge. Zum Jagen aber gehört jedoch mehr als nur zum Töten. Zuerst muss ein Raubtier sein Opfer finden und ihm auflauern. Um diesen Teil des Vorgangs zu verstehen, brauchen Wissenschaftler fossile Einblicke in die Welt des Entelodont. Was würden wir in den 30 Millionen Jahren alten Fußspuren eines Entelodont sehen? An einer Fundstätte in Nebraska haben Wissenschaftler genau das getan. Und diese Fußspuren haben sie auf die Jagdfährte des Tieres gebracht. Der Toadstool Geologic Park im Nordwesten Nebraskas ist einer der abgelegeneren Touristenattraktionen Amerikas und eine Fundgrube für alle, die die urzeitliche Vergangenheit fasziniert. Vor 30 Millionen Jahren waren hier keine Felsen, sondern matschiges Flussufer, wo Tiere ihre Fußspuren hinterließen. Die sind noch immer in den Felsen von Toadstool erhalten. Das ist ein schöner Abdruck von einem Nashorn, das um die 300 Pfund gewogen hat. Dave Nixon analysiert seit über 25 Jahren die versteinerten Tierspuren im Toadstool Park. Er schüttet Wasser auf 30 Millionen Jahre alte Spuren, um sie besser sichtbar zu machen. So kann er das Verhalten des Tieres deuten. Er geht bestimmt, aber nicht aufgeregt. Bis hier. Hier steckt er im Matsch fest. Und zeigt recht viel Emotion. Er schlittert. Dann befreit er sich aus dem Matsch, macht aber noch einen Satz hinein. Der dritte Sprung ist nicht mehr zu sehen, aber er ist aufgeregt, wenn nicht ängstlich. Pflanzenfresser sind immer potenzielles Mittagessen. Die Steine zeigen, dass irgendetwas den Nashörnern auf der Spur war. Hier sind auch noch winzige Spuren. Bis man sieht, dass das Zehenspitzen sind. Die sind von einem Entelodont. Die Entelodont-Spuren im Toadstool Park
geben Experten wie Dave Nixon die einmalige Chance, das Jagdverhalten dieser Tiere zu verstehen. Denn an diesem Tag, vor 30 Millionen Jahren, waren Entelodons nicht die einzigen Tiere, die den Nashörnern folgten. Hier drüben sind Spuren von Fleischfressern. Die sind kleiner und auf der Innenseite sind Krallenspuren. Hier sind auch noch welche. Dieser Fleischfresser könnte ein Hyänodon gewesen sein. Vor 30 Millionen Jahren war der Hyänodon einer der größten Fleischfresser in Nordamerika. Mit seinen kräftigen Kiefern konnte er jede Beute zu Boden ziehen und dann mit seinen scharfen Zähnen töten. Er war jedoch auch geduldig genug, die Beute über lange Distanzen hinweg zu jagen. Die Fleischfresser waren den Herdentieren relativ dicht auf den Fersen. Mysteriöserweise zeigen die Spuren auch, dass die Entelodons ihre Konkurrenten näher an die Beute heranließen. Sie folgen der Hauptherde, sind aber nicht rechtzeitig bei ihnen. Warum sollte ein hungriger Entelodont auf der Jagd einem anderen Raubtier den Vortritt lassen? Die Antwort könnte in der verwirrendsten Spur von allen liegen. Was interessant ist, die Nashörner laufen da lang. Und die Entelodons im Zickzack zur Nashornspur. Falls der Hyänodon die Beute umzingeln wollte, erscheint dieser Zickzacklauf recht merkwürdig. Manche Experten glauben jedoch, dass die Entelodons einen guten Grund dafür hatten. Und den macht ein CT-Scan deutlich. Als Anatom Larry Whitmer ein Oberflächenmodell des Entelodons-Gehirns erstellte, weckte ein ungewöhnlich großer Nervencluster seine Aufmerksamkeit. Die sind riesig. Und diese Nerven hier übermitteln die Sinnesinformationen von der Schnauze. Er war zwar kein Bluthund, trotzdem hatte er einen sehr ausgeprägten Geruchssinn, der sicherlich gut genug war, um ein Kadaver zu erschnüffeln. Das könnte erklären, warum der Entelodont im Toadstool-Park im Zickzack lief, während er den Nashörnern und dem Hyänodon hinterherrannte. Im Zickzack hätte er den Geruch eines Kadavers leichter folgen können. Er sucht. Sagen wir, etwas ist hier oder hier. Er läuft darum herum. Der Geruch weht zu ihm rüber, also könnte er die Beute aus drei Richtungen eingrenzen und finden. Kommt der Wind aus der Richtung, nimmt er den Geruch nicht wahr. Von hier schon. Dann könnte er einfach zurücklaufen. Er steckt seine Schnauze in den Wind, riecht irgendwas und fängt dann an, im Zickzack von einer Uferseite zur anderen zu laufen, bis er dem Geruch immer näher kommt. Durch den ständigen Seitenwechsel ändert sich der Geruch. Das hilft ihm, die richtige Richtung zu wählen. Woher wir dieses Verhalten kennen? Weil Tiere mit gutem Geruchssinn das heute so machen. Modernes Raubtierverhalten könnte den entscheidenden Hinweis liefern, wie der Entelodont gelebt hat. Zweifellos war dieses 30 Millionen Jahre alte Monstrum zum Töten geboren. Trotzdem hat er vielleicht andere für sich töten lassen und die Beute dann weggeschnappt. Bei einer sehr häufigen Strategie scheucht ein Tier ein anderes weg von seiner Beute. Im Yellowstone-Nationalpark zum Beispiel erlegen Wölfe einen Elch und ein Grizzlybär verscheucht die Wölfe, weil er viel größer ist. Das könnte auch dem Hyänodon im Toadstool-Park passiert sein. Oh.
Der Hyänodon hat ein Nashorn gejagt und getötet. Das tote Tier will er nun verspeisen. Bis das Schwein sein Mahl unterbricht. Das Biest mit den scharfen Zähnen wird vom gefürchteten Raubtier zum Unterlegenen. Der Hyänodon mag zwar ein paar Treffer erzielen, doch der Entelodont würde seinen Rivalen mühelos besiegen. Mit seinen Waffen bekam der Entelodont jede Beute. Ich kann mir keinen gleichwertigen Fleischfresser als Konkurrenten vorstellen. Manche Experten glauben, genau das war sein wahres Erfolgsgeheimnis. Ein Entelodont konnte zwar jagen, war aber nicht darauf angewiesen. Und stattdessen überließ er echten Raubtieren das Jagen und Töten, um dann die Früchte ihrer Arbeit zu stehlen. Beute von einem Hyänodon zu klauen und dabei sogar einen Kampf in Kauf zu nehmen, wäre immer noch weniger anstrengend, als selber jagen und töten zu müssen. Wenn er wirklich ein Aasfresser war, wirkte der komplexe Körperbau des Entelodont gar nicht mehr so seltsam. Der Entelodont hatte die Augen eines Jägers, die Nase eines Aasfressers, die Vorderzähne eines Fleischfressers und die hinteren Backenzähne eines Pflanzenfressers. Vielleicht entwickelte er sich von einem Pflanzen- zum Allesfresser. Ein Tier, das in einer Welt, die sich radikal wandelte, alles fraß, was sich gerade anbot. Dieses Tier fraß einfach alles, was es wollte. Deswegen waren sie so erfolgreich, solange sie auf diesem Planeten lebten. Nichts konnte den Entelodont von seiner Millionen Jahre währenden Weltherrschaft abhalten. Nichts außer dem Planeten Erde. Vor 25 Millionen Jahren, mit Beginn des Miozäns, wurde es auf der Erde noch kälter und wieder veränderte sich Nordamerika. Das Land wurde immer trockener. Es gab weniger Wälder und nur noch entlang der Flüsse. Die Landschaft bestand also nur noch aus weitem, offenem Grasland, der Prärie von heute nicht unähnlich. Die fossilen Zeugnisse zeigen, dass mit immer weniger Vegetation ein Massensterben einsetzte. Wer überleben wollte, musste für die Nahrungssuche weite Strecken zurücklegen. Entscheidend für die natürliche Selektion war, dass manche Tiere größer wurden. So konnten sie längere Strecken zurücklegen, um lebensnotwendige Nahrungsquellen zu finden. Damit standen die Raubtiere vor einem ernsten Problem. Beutetiere wurden größer, schneller und schwerer zu töten. Es ist wie beim Armdrücken. Wird die Beute größer, sind sie für Fleischfresser schwieriger zu jagen. Also müssen auch sie größer werden, um es mit den größeren Beutetieren aufnehmen zu können. Für manche Raubtiere, wie der Hyänodon, war das zu schwierig. Nach 10 Millionen Jahren als Nordamerikas größtem Jäger waren von ihm keine fossilen Aufzeichnungen mehr zu finden. Und damit war der Entelodont in Lebensgefahr. Wenn das Raubtier ausstirbt, ist der Aasfresser in Gefahr. Er muss seine Lebensgewohnheiten umstellen. Und wenn er nicht sehr flexibel ist, wird das ziemlich schwierig. Auch das Höllenschwein verschwand aus den fossilen Aufzeichnungen fast zur selben Zeit. Die Art war jedoch nicht ausgestorben. Der Entelodont entwickelte sich zum Herrscher über die Prärie. Das Schwein war nicht etwa ausgestorben, es war übergroß geworden.
Die neue Version war über 2 Meter groß und 4 bis 5 Mal so groß wie sein Vorgänger. Noch immer hatte er einen Panzerkörper und Sprinterbeine. Sein Schädel und Kiefer waren jetzt noch größer und noch furchteinflößender. Es war größer als ein Bison heute. Experten nennen es Dinohyus, Schreckensschwein. Schrecklich genug für einen eigenen Spitznamen. Das Killerschwein. Der Dinohyus war das Monster unter den Monstern. Allein der Schädel ist fast 1 Meter lang. Er konnte durch alles beißen. Seine Zähne hatten diesen Umfang. Er war einfach ein Riese. Und was machte er? Die Antwort befindet sich in Agate Springs, Nebraska. Einer der wenigen Orte in Nordamerika, wo Deodon-Fossile gefunden wurden. Vor 24 Millionen Jahren war hier noch ein Wasserloch. Eine Oase in einem sonst trockenen Grasmeer. Hunderte von Tieren, auch viele Nashörner, kamen zum Trinken hierher. Und als der Planet trockener und kälter wurde und ihre Nahrungsquellen absterben ließ, kamen sie zum Sterben hierher. Für Jäger wie das Killerschwein wurde Agate Springs zum Paradies für Jäger. Dieses Tier fraß große Tiere. Wir glauben, er ernährte sich besonders gern von großen Nashörnern, die es damals gab, und von Kalikotherien, die hier in Agate Springs gelebt haben. Dieser Beinknochen von einem Kalikotherium hat einige Bissspuren von einem anderen Raubtier oder Aasfresser. Der vordere Backenzahn des Entelodon passt exakt zu den Löchern. Wenn der Dinohyus seinen starken Kiefer in einige der größten Tiere des Miozäns versenkte, kaute er dabei nicht nur auf Fleisch. Der wichtige Teil des Knochens ist dieses abgebrochene Ende hier. Das Tier durchbiss den Knochen, riss ihn ab und kam so an das nahrhafte Knochenmark im Innern. Knochenmark ist das Nahrhafteste, was ein Tier fressen kann. Und angesichts des Massensterbens war es eine der Hauptnahrungsquellen. Als durch den Klimawandel im Miozän tausende Tiere starben, könnte das Knochenmark von toten Tieren zum Erfolg des Killerschweins beigetragen haben. Die langen Knochen enthalten das Mark, das sich noch jahrelang hält, auch wenn das Tier längst tot ist. Wie Fettreserven, auf die man bei einer Dürreperiode zugreifen kann. Die Schweine konnten also selbst nach einem Massensterben noch Nahrung finden, selbst wenn es fast überall nur noch Skelette gab. Das Killerschwein war der evolutionäre Höhepunkt des Entelodont. Es war zu einem Riesenungeheuer geworden, um das raue Miozän zu überdauern. Und fast hätte es das Schwein auch geschafft. Doch in dieser neuen Welt hing ein Überleben letztlich von Fähigkeiten ab, die selbst das Killerschwein nicht besaß. Vor 20 Millionen Jahren erreichte ein neues Monstertier Nordamerika, der Bärenhund. Das Miozän vor 20 Millionen Jahren. Im heutigen Nordwesten von Nebraska macht sich ein Dinohyus über seine Beute her. Die Chancen stehen gut, dass er sein Mahl ungestört genießen kann. Bei seiner Größe konnte er jeden Konkurrenten in die Flucht schlagen, bis auf den Bärenhund. Eine Bedrohung, die er bisher nicht kannte. Dieses wilde, fleischfressende Ungeheuer aus Asien schreckte vor keinem Kampf zurück.
Vor rund 23 Millionen Jahren wanderte der Bärenhund von seiner Heimat in China und der Mongolei über die Beringstraße nach Nordamerika. Genau zu der Zeit, als das größte Raubtier Nordamerikas, der Hyaenodon, plötzlich verschwand. Wissenschaftler vermuten, dass das kein Zufall war. Sicher waren sie in vielerlei Hinsicht bessere Räuber als der Hyaenodon. Deswegen kann man davon ausgehen, dass er einer der Gründe war, warum der Hyaenodon in Nordamerika ausstarb. Den Hyaenodon gab es in Nordamerika nicht mehr. Jetzt hatte der Bärenhund nur noch einen Konkurrenten, das Killerschwein. Dinohyus war groß und hatte mächtige Kiefer, die auch seine Vorfahren zuvor gegen den Hyaenodon eingesetzt hatten. Doch die Bärenhunde schlugen mit neu entwickelten Waffen zurück. Zum einen mit Schnelligkeit. Mit seinem muskelstarken, kopflastigen Körper war der Dinohyus ein Kurzstreckensprinter. Auf offenen Weiten jedoch war der Körperbau des Bärenhunds perfekt dazu geeignet, Beute, die nur schwerer zu fangen war, über lange Entfernungen zu verfolgen. Das Skelett von diesem Tier ist sehr viel ausgeklügelter. Es konnte viel schneller rennen. Pferde haben längere Beine, Kamele noch längere. Bei Verfolgungsjagden hätte dieses Tier also einen Vorteil. Seine zweite Waffe? Seine Zähne. Entelodons könnten viel fressen, weil ihre Kiefer und Zähne Fleisch herausreißen und Knochen brechen konnten, um an das sehr nahrhafte Mark zu gelangen. Bärenhunde waren darin jedoch genauso gut und sogar noch besser. Das Tier konnte durch Knochen beißen, sie brechen und fressen. Auch seine Zähne waren schärfer als die von jedem Entelodont. Beim Entelodont zum Beispiel nutzen sich die Spitzen der Eckzähne irgendwann ab, vermutlich weil sie damit so viele Knochen zerbissen haben. Dieses Tier hingegen hat immer scharfe Eckzähne und er hat auch bessere Reißzähne als der Entelodont. Er war dem Entelodont in vielerlei Hinsicht weit überlegen. Der Bärenhund konnte schneller rennen und besser beißen als das Killerschwein. Und er hatte noch eine dritte Waffe, die der Entelodont nie besaß. Die tödlichste Macht, die es auf der Erde gibt. Das Gehirn des Bärenhunds war sehr viel ausgeprägter. Es war mehr wie das Gehirn von einem modernen Tier. Der Entelodont hatte ein recht archaisches, einfaches Gehirn. Bärenhunde hingegen hatten einen viel größeren Neokortex mit mehr Falten. Diese Tiere waren viel intelligenter. Statt intelligenter zu werden, reagierte der Entelodont auf das Miozän, indem er sich in einen übergroßen Dinohyus entwickelte. Fast 20 Millionen Jahre hatten sie ihre Umwelt mit brutaler Stärke beherrscht. Doch das war nun vorbei. Von nun an entschied Intelligenz, nicht Stärke, darüber, wer den Überlebenskampf der Natur gewinnen und wer ihn verlieren würde. Es war ein einziges Kräftemessen. Welches Säugetier war am intelligentesten? Der Entelodont schien dabei gar keine Rolle zu spielen. Ein echter Nachteil. Denn dieses Tier war hauptsächlich vom Instinkt getrieben. Es reagierte immer gleich. Er war nicht sonderlich schlau. In Kampfsituationen war der Dinohyus größer und stärker. Ihre Intelligenz verschaffte den Bärenhunden jedoch den entscheidenden Vorteil.
Heute machen intelligente Raubtiere wie Wölfe ihre kleine Größe wett, indem sie im Rudel jagen und einen kreativen Angriffsplan erstellen. Vielleicht verfolgen Bärenhunde eine ähnliche Strategie gegen den Dinohyus. Der Dinohyus konnte kaum mit dem Bärenhund konkurrieren, denn bei einem ganzen Rudel hatte selbst ein großer Dinohyus Probleme, die Bärenhunde von ihrer Beute zu verscheuchen. Diese Tiere waren zwar kleiner und schwächer, dafür aber sehr viel schlauer. Möglicherweise konnten sie einem Dinohyus sogar die Beute klauen. Sie arbeiteten mit verschiedenen Techniken. Mal tricksten sie einen Dinohyus aus und lockten ihn von der Beute weg. Und manchmal ließen sie sich sogar auf einen richtigen Kampf ein. In Sachen Gebiss, Geschwindigkeit, allgemeine Körpergröße und vor allem Intelligenz war dieses Tier sehr fortgeschritten. Für seine Körpergröße hatte er ein viel größeres Gehirn als jeder Entelodont. Dieses Tier war dem Entelodont in jeder Hinsicht überlegen. Innerhalb weniger Millionen Jahre, nachdem Bärenhunde Nordamerika erreicht hatten, hatten sie den Dinohyus verdrängt. Auch seine Lieblingsnahrung, das Calicotherium, war ausgestorben. Das Killerschwein konnte seinen mächtigen Körper nicht mehr ernähren. Jetzt musste es mit dem Bärenhund um kleinere Beute konkurrieren. Dabei reichte diese magere Nahrungsquelle nicht einmal für beide. Die Übergröße, sein einstiges Erfolgsgeheimnis, war jetzt zu seinem größten Hindernis geworden. Irgendwann war der Punkt gekommen, wo Größe nicht länger von Vorteil war. Die Nahrung, die es anderen Tieren wegstahl, reichte irgendwann nicht mehr aus, um eine Population aufrechtzuerhalten. Weil es nicht mehr genug Kalorien zu sich nehmen konnte, war das Killerschwein der letzte Entelodont. Stirbt die Beute aus, stirbt der Jäger irgendwann mit aus. Größe allein ist kein sehr gutes Überlebenskonzept. Obwohl der Entelodont am Ende rasch ausstarb, war er evolutionär gesehen ein Erfolg. Er beherrschte seine Umwelt fast 20 Millionen Jahre lang. Er besaß Fähigkeiten und Intelligenz für die Jagd und für die Nahrungssuche. Sein Überleben war durch jede verfügbare Futterquelle gesichert. Ein typisches Verhalten, auch bei modernen Allesfressern wie Bären und Menschen. Manche glauben, der Raubtierinstinkt des Entelodont existiert noch heute. Als Kind wuchs ich auf einer Farm auf. Ich wurde immer gewarnt, fall nicht in den Schweinestall, sonst fressen sie dich. Es ist jedoch nicht das heutige Vermächtnis des Entelodont, das die Experten fasziniert. Wissenschaftler lüften seine Geheimnisse. Kein vergleichbares Lebewesen hat je die Erde bevölkert. Alles, was wir wissen, ist, dass dieses bizarre Wesen mit den spitzen Zähnen eine Zerstörungswut in sich trug und seine brutale und gefährliche Welt für 10 Millionen von Jahren beherrschte. Ein Riese unter den Entelodonts, vielleicht sogar der ungewöhnlichste seiner Art und das rätselhafteste von allen prähistorischen Raubtieren.